Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute das Ricky L11B für Black. Ein Messer, das ich in anderen Versionen schon habe. Einmal als Einhandmesser, ne? Und also Einhandöffnung und als Version von Böker mit Titangriffschalen. Und heute, ich werde natürlich auch. Ist schön immer, wenn Leute durch den Wald laufen und müssen dann laut reden, um Tiere zu erschrecken. Wahrscheinlich ihren Hund. Das habe ich auch schon als Messer von Ricky mit Daumenöffnung, von Böker mit Titangriff. Und das hier ist jetzt eine Version mit G10 und Zweihandöffnung, Slip Joint, legal zu führen. Schöner Hund. Ich wünschte, seine Besitzer würden leise sein im Wald. Oder etwas besser hören können. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop, gucken uns das an. Ja? Reini Rossmann hat gesagt, wir schauen uns das mal an, ob es was kann. Tabletop. Nein, doch. So, willkommen im Tabletop-Modus. Wie ihr seht, habe ich noch ein bisschen hier auf dem Tisch liegen. Das liegt daran, dass ich heute an just diesem einen Tag 3 Videos gedreht habe. Ne, einmal Neckknife-Carry-Option für so ein Taschenmesser. Ne, Neckknife-Carry für ein Taschenmesser ist cool. Ist cool, finde ich. Ne? Dann hatte ich das hier auch noch dann damit also gezeigt, dass man auch Taschenlampen da tragen kann. Naja. Dann hatte ich noch das Video über das ganz so gedreht. Ne, also heute viel Holz vor der Hütten, viel Schneidwaren auf dem Tisch. Ach ja, das Wolfgangs, das habe ich auch gezeigt. Ja, schön. Alrighty. Ha, guck mal hier. Na, wir haben ja, und das habe ich jetzt schon ewig und 3 Jahre bei mir am Schlüsselbund. Das ist auch ein Ricky. Also im Prinzip die Baby. Nee, Schatz, ich habe unser Messer geschrumpft. Version vom L11B. Ja. Seht ihr das? Das ist doch cool. Und das habe ich seit Jahren da dran. Ne? Wie ihr seht, das, die sind halt alle in Benutzung. Deshalb sehen die auch immer so, nicht schmuddelig, aber halt benutzt aus. Ne? bei dem haben wir natürlich keinen Clip dran, weil das ist halt als konzipiert für einen Schlüsselbund oder sowas. Ne? Wer jetzt sich fragt, was das ist kein Phoenix, das ist ein Olight. Ne? Weil Ricky ist ja im Prinzip eine Untersektion von Phoenix. Machen geile Taschenlampen, machen aber auch geile Messer. Ricky, das heißt wirklich so, das ist kein Quatsch, denn ich habe mit dem Inhaber oder dem Geschäftsführer von Ricky gesprochen, der sagte, das heißt genau so. Ne? Das war auf der IWA, ich glaube, vor 4-5 Jahren. So, also hier haben wir die kleinere Version und ihr seht, ja, halt in Benutzung, ne? Bisschen in Benutzung, alrighty. So, dann haben wir hier den Kumpel, also das L11B. Das hier ist das, übrigens das S11B, S für Small, L für Modellnummer und B für Black. Also hier, ne? Klar. So, da haben wir hier die Version L11B, ne, für Large, 11 und dann B für Black. Deep Carry Pocket Clip. 12C27 Dahl, ne? Wie wir sehen, wir haben hier einen Hohlschliff. Da muss man genau hingucken, bis man das erkennt, dass man einen Hohlschliff hat. Das ist bei dem S11B einfach zu sehen, ne? Weil da mussten sie ja ganz schnell runter. Ihr seht ja, wie sich das hier wegrollt. Ob ich das jetzt hier bei dem hier so genau zeigen kann, aber ihr seht das. Das ist kein Flachschliff, das ist ein Hohlschliff, ein ganz leichter. Da muss man genau hingucken. G10 Griffbeschalung. Das Ding ist geschraubt beim Deep Carry Pocket Clip, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und eine Schleifkerbe,
Ja. Innen drin ist nichts aus, oder? Ja, doch, so ein bisschen ist hier ausgelasert oder wie auch immer, sieht man halt schlecht hier mit den Lichtverhältnissen. Was heißt schon ausgelasert? Das ist halt, damit diese Version hier auch schön stramm bleibt. Na, natürlich nicht nur mit der Feder, sondern das hat auch andere Gründe, die damit zusammenspielen. Ne? So, ergibt einen guten Grip. Ne? Dann gehen wir mal hin, noch mal ein bisschen schnibbeln. Ah, ich habe schon vorhin ganz schön hier geschnibbelt, ganz schön geschnibbelt. Na, also macht feine Arbeiten. Wie sieht es bei so einem Messer beim Slip Joint aus, wenn man versehentlich hinten auf die Klinge haut? Ich finde die Frage wirklich eine doof, denn klappt das dann ein? Weil wir haben hier keinen Halbstopp, gar nichts. Na? Ihr seht. Na? Das ist also, das klappt nicht ein, das müsste echt schon mit dem Teufel zugehen. So, seht ihr, hört ihr es? Das sind schon wieder Leute, die rumschreien müssen im Wald. Ich finde das geil. Das sind meistens Leute, die keine Ahnung von Hunden haben. Denn Hunde hören besser auf andere Kommandos, als wenn man die rumschreit. So. Messer kam in der Tat scharf daher. Das ist übrigens auch sehr, sehr interessant, hier an so einer Stelle zu sitzen. Und, Achtung, gleich schreien sie wieder, weil der Hund wegläuft. Ich würde bei so zwei Frauen auch weglaufen, glaubt's mir. Hier hin. Genau, jetzt schreien zwei Frauen. Hier. Seht ihr? Nee, hört ihr es? Entschuldigung, Ben, aber das musste sein. Die schreien hier, der kommt nicht, der Hund nicht, macht nur. Und die wollten direkt hier hinrennen. So, Batterie hat aufgegeben. Alrighty, ja. Batterie hat aufgegeben, I'm sorry. So. Wir haben 3 mm Klingenstärke, eine Klingenhöhe von. Ja, 2, 3. Ja, 19 Komma. Hast du nicht gesehen? Ach, ich finde das schön, wenn der Schalk mir so im Nacken sitzt. Ne? Ja, hier. Entschuldigt, aber es macht halt Spaß. So, dann haben wir eine Klingenlänge von 8,5, 8,6. Man muss das wirklich bis hierhin rechnen, also 8,7 eigentlich im Prinzip, mit einer verwertbaren Klingenlänge von 8 cm, ja, und einer Gesamtlänge von ja, 19,8, 19,9. Ja. Sehr cooles Ding. Also wer so welche findet, kann die gerne an mich schicken. Ja, ich brauche sowas immer. Durchmesser von 1 cm und eine Höhe von 2 cm. Ne? Ja, dann gucken wir uns das mal an. Wir haben hier einen Deep Carry Pocket Clip. Ne? Das finde ich sehr gut. Der ist nicht umsetzbar, gar nicht. Was mich persönlich gar nicht stört. Ne? Gar nicht. Clinch, dann ist er absolut mittig. Ne? Wir haben hier einen Glasbrecher. Oder wenn man das, sagen wir mal, nachts in der Hand hat und ja, halt als Kubotan. Ne? Glasbrecher Kubotan hast du nicht gesehen. Und what do we have here? Oh, Tweezers.
Also, ne? Pinzette, Pinzette. Ja? Sonst ist da nämlich nichts dran, aber die Pinzette, die ist massiv. Die ist echt massiv. Wenn man die mit dem Wick vergleicht. Ne? Seht ihr? Also sowas ist natürlich im Wald auch, wenn man eine Zecke hat oder so. Also ich würde mit sowas würde ich die Zecke hier wegmachen. Das hat natürlich sehr, sehr gut. Ne? Sehr gut. Ne? Und die hat einen ganz guten Grip. Ne? Also mal gucken hier. Ne? Mal gucken. Jo. Sitzt auch sehr stramm drin, denn die ist also stramm verbaut. Stramm gebaut. So rein damit. Finde ich sehr gut. Also auch hier das Ding hinterlässt Eindruck. Na. Mal hier hingucken. So, da. Ne? Hinterlässt schön Eindruck. Rau. Nun, könnte man damit einen Feuerstahl anreißen? Weiß ich nicht so genau, aber wir werden es testen. Nö. Nö. Mit keiner Stelle. Ne? Kanten sind auch übrigens sehr gut gebrochen. So, hier haben wir Wolfgangs Klingendoktor. Lässt sich dann auch ganz schön durch die durch das V hier ziehen mit dem Keramik. Ne, ich weiß, hier mit dem Wolfram-Kabit, da kriegt ihr immer so einen Anfall. Aber wenn man das damit macht, nicht so schlimm. Ja, ne? Schleifkerbe, ne? Also wenn man hier zum Beispiel sowas hätte, dass man, ne, dass man hier nur so drüber ziehen kann, dass man, oder wenn man das an einem Schleifstein so macht, dass man sich den Schleifstein damit nicht rund macht, ne? Das ist klar. Ne? Jetzt, was uns noch fehlt, ist das Gewicht. Ich hoffe, der kleine Schatz hier, der. Ja, er tut es noch. Ne? 88,1 Gramm. Sieht man das? Das ist schwierig, ne? Jo, das war es eigentlich schon. Ich würde sagen, out of the tabletop. Link packe ich übrigens in die Beschreibung. Wenn ihr da drauf Bock habt, also ich kann dir nur empfehlen, wenn ihr da drauf Bock habt, ist der Link dazu auch in der Beschreibung. Und wenn ihr da drauf Bock habt, dann auch. Ne? Out of the tabletop. Nein, doch. So, das war das Riki L11B. Schönes handliches Taschenmesser. Ja, Deep Carry Pocket Clip, klar. Und die stehen da hinten immer noch und gucken mir beim Videodrehen zu. Ich finde das geil. Wahrscheinlich kommen gleich die grünen Männchen und fragen, warum ich ein Taschenmesser in einem Wald mit dabei habe. Ja, dann kommen auch noch welche. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, die Zeit abzubrechen. Wollen wir ihm zuhören? Ich glaube, das ist polnisch. Na ja, komm, Arschlecken. Bye, bye. Und Applaus, Applaus, Applaus.